Herr Valdetaro, Sie sind seit über 50 Jahren in der Schweiz. Sie sind aber nicht Schweizer, Sie sind Italiener. Ich bin nach wie vor ein stolzer Italiener, kurz zu meinem Lebenslauf. Ich danke zuerst mal, dass ein direkt Betroffener sich mal zu Wort wählen kann. Weil ich bin wirklich direkt betroffen. Und ihr merkt es, mein Berndeutsch seit 56 Jahren relativ gut integriert, aber eben kein Schweizer Pass. Ja, super Leumund, aber bis jetzt muss ich sagen, noch gar nichts zu schaden kommen. Nicht auf dem Kerbholz. Also, nicht auf dem Kerbholz, also ab und zu ein paar Bussen, sagt glaube ich jeder, oder Herr Rammstutz. Zu viel. Nein, aber ich bin der Erste, der sagt, ich wirklich der Erste, der sagt, das Land muss sicherer werden, die Schwerverbrecher, Vergewaltiger und so weiter und so fort, die, wo andere Leute töten, sollten raus. Was mir, aber das ist in der Ausschaffungsinitiative drin. Und jetzt geht es um die Härteklausel. Wobei ich das mache, jetzt möchte auf der Seite lassen. Mir geht es um die Durchsetzungsinitiative. Darf ich vielleicht nachfragen, wieso sagen Sie Nein zu dieser Durchsetzungsinitiative? Warum? Weil sie bei mir Angst und Unsicherheit verbreitet. Weil ich nicht sicher bin, was der Katalog bedeutet. Wenn ich den lese und den ein paar Mal gelesen, dann bin ich wahrscheinlich mit dem Bein schon zu Tomodosso. Philipp Buhl. Kann ich sein? Oder ich will nicht. Nur schnell, wenn ich fertig mache. Ich will nicht auf die strapazierten Gartentörli eingehen und so weiter, Öpfelstellen, Velostellen und so weiter und Bierstellen. Ein Velo habe ich daheim und Bier sollte es auch noch im Kühlschrank haben. Aber die Bagatellen, also in diesem Katalog, und das ist sehr wichtig, Herr Jositz, das hat er vorhin gesagt, ohne Vorsatz, ohne kriminelle Energie, das kann mir morgen passieren, dass ich im Strassenverkehr irgendetwas mache, wo nicht schuld bin, einem Unfall, ohne kriminelle Energie, ohne Vorsatz. Es kann eine Abrechnung von der Krankenkasse kommen, wo ich nicht merke, dass sie mir zu viel zurückgezahlt haben. Oh, ich check es nicht. Also auch wieder da kein und dann wird es passieren. Und dann, nach zwei sättigen Bagatellfällen, nach 10 Jahren, nein, da können Sie. Danke, Philipp Gut. Das ist schlecht. Völlig beruhigt sein. Also ich weiss zwar nicht, was Sie gegen Tomodossola haben. Das ist eine hübsche Stadt. Voll keine Ausschaffungsinitiative. Möglich, dass Sie mich einmal ausreden. Sie einfach das Richtige sagen, dann lohne ich Sie.